Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Witcher 3 Wild Hunt. In der letzten Folge haben wir direkt hier aufgehört, denn dieser komische Udarik, ja, hatte einen kleinen Geist in sich, ja, oder einen Dämon, wie man schon fast sagen muss. Ein sogenannter Him besetzt seine Seele und ich und Ceres müssen ihn natürlich jetzt davon befreien und das geht nur in seinem alten Anwesen. Er hat so ein paar Probleme mit seiner Vorgeschichte, vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück. Aber zumindest wisst ihr, worum es geht. Wir müssen einen Dämon von seiner Seele befreien, der momentan auf ihm sitzt und ihn beherbergt. Er hat ja ab und zu so ein paar Träume. Er denkt zumindest, dass es Träume sind. Aber es ist kein Traum. Es ist tatsächlich Wirklichkeit. Er wird von einem Geist heimgesucht, der ihn quasi so ein bisschen steuert. Ja? Er ist nicht mehr Herr seiner Lage, kann man fast sagen. Sehen wir uns mal um. Gut, also wir sind jetzt hier bei Ceres und sehen uns direkt mal um. Es ist sehr stürmisch und regnet, wie es halt so wieder ist, ne? Und wieder muss ich sagen, das Gebäude kommt mir bekannt vor. Also einige Sachen wiederholen sich in dem Spiel. Was allerdings nicht negativ sein soll. Ja, ich will nicht negativ über das Spiel sprechen. Zumindest möchte ich nicht anhand der Varianten von den Häusern negativ sprechen. Wie ich schon erwähnt habe. Nee, Spiel ist wirklich genial. Spiel ist wirklich riesig genial. Und für die Anzahl der Leute, die daran gearbeitet haben, ist es wirklich perfekte Arbeit, was die geleistet haben. Nur nochmal, nicht, dass irgendeiner in den Kommentaren schreibt, Mensch, du bist ja nur am Lästern. Das ist natürlich nicht so. Der Brotofen. Dürfte noch funktionieren, falls im Schornstein nicht die Aaskrähen nisten. Untersuchen wir das Ding mal. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Ofensetzer? Hat man es damals noch so bezeichnet? Ein Ofensetzer? Hast du den Ofensetzer schon gerufen? Hast du schon einen Ofensetzer beauftragt? Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Was man hier so alles noch an Hintergrundinformationen bekommt. Ja, Ceres, hier gibt es nichts Informatives. Hier drinnen vielleicht. Was ist hier hinten? Eine Wiege? Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Okay. Geralt! Ja, ja, Mensch, ich komme ja schon. Meine Güte. Wo bist du denn, Bäbchen? Wo bist du denn? Liebchen, Liebchen, wo bist du? Ich glaub, ja, ich habe eine Idee. Okay. Ist ja einen richtigen. Ist jetzt einen richtigen Schlag gekriegt von Informationen oder Ideenwandel, ja? Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ja, das stimmt, das hat er gesagt. Ich vertraue dir natürlich, ja, das ist ja ganz klar. Sie ist eine heiße Lady. Und ja, was bleibt mir auch anderes übrig? Ich meine, ich vertraue ihr einfach mal. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich hoffe nur, dass das nicht ihren Tod bedeutet. Auch. Und, können wir anfangen? Fangen wir an. Ich bin bereit. Na schön, ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Okay, alles klar. Machen wir, wie du es befehligst, my lady. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn. Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir. Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Gib mir das Kind. Gib in mir das Kind. Wirf ihn in den Ofen. Was? Ich bin überfordert. Ich bin tatsächlich überfordert. Ich bin echt total überfordert, Leute. Ich sag's euch. Ich glaube, das war nicht gut. Ich weiß es nicht. Kind in dem Ofen legen. Oh, ich weiß echt nicht, ob das cool war.
Ja, die Schläge sind zu Recht. Ja, das stimmt. Ich sehe es auch ein, dass ihr wütend auf mich seid, Jungs, aber das war doch nur zu eurem Besten. Ich sehe das doch alles vollkommen ein, verdammt. Wie schön das wird, dich sterben zu sehen. Tut mir leid, Kumpel. Leider musst du jetzt auch drauf gehen. Wow. Da ist das Viech. Der Him, der sogenannte Him. Oh nein, bitte steig nicht auf Geralt auf. Räudige Täuschung. Aki. Stimmt, davon hat er ja erzählt. Leute, ich gebe zu, ich habe gerade nicht hundertprozentig aufgepasst. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Aber das war ja bloß eine Täuschung, ja, stimmt. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Das hat Geralt ja gesagt. Man muss ihn bloß täuschen. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Stimmt, ja, stimmt. Jetzt macht wieder alles richtig Sinn. Es ist vorbei. Gut gemacht, Geralt. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei! Frei! Du bist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Danke, glaub ich. Der Typ muss doch wissen, was er denkt oder fühlt. Da soll man froh sein, dass wir ihm geholfen haben, oder? Wir hätten den Parasiten auch drin lassen können. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Mann, Mann, Mann. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Mann, hör doch mal auf, ihren verdammten Namen zu erwähnen. Ich kann die Olle nicht mehr hören, Alter. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Obwohl ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut. Danke. Den Mut hätten nicht viele gehabt. Wäre nett, wenn du das nicht drum erzählst. Sonst meinen die Leute noch, ich würde drauf stehen, dominiert zu werden. Leb wohl, Geralt. Mach's gut, Ceres. Mach's gut, Lady. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Liebling der Götter. Kristallisierte Essenz. Uldarik. Uldarik. So, ja, dann haben wir die Waffenbrüder Skellige aktualisiert. Und dann haben wir Hilfe dabei, die Thronfolgefrage auf Skellige zu klären. Aber wo müssen wir da hin? Das wird schon mehr nicht angezeigt. Es ist wieder eine kleine
sag ich mal, Überschrift. Und da gibt es wieder zig Unterquests. Wenn wir jetzt auf Quests gehen, finden wir wahrscheinlich das aktuelle Zeug bei Nebenquests. Gwent habe ich keine Lust. Die Liste des Königs. Den gehen wir mal. Der Sache hier gehen wir mal nach. Gier zu Krach ankreit, um deine Belohnung zu erhalten. Okay, okay. Das machen wir lieben gern. Vielleicht können wir noch die ein oder andere Sache gewinnen, die ein oder andere Sache mitnehmen. Gemitnehmen. Gemitnehmen klingt gut. Ich habe eigentlich gehofft, wir treffen hier einen Schmied an, aber es ist zu spät. Ich glaube, wir meditieren mal kurz eine Runde, damit wieder der Tag anbricht und wir ein bisschen was handeln können. Ach, da steht er schon. Da steht er schon und ist schon wieder bei der Arbeit. Fleißiges Kerlchen. Was bringt dich her? Deine Waren. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Ankreid, Ankreid. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, wir haben eigentlich gute Sachen, aber die haben zu wenig Attribute drauf. Es ist nur so zwischendurch Zeug, ja. Wenn man sich nicht genau umschaut, kann es sein, dass man auch Sachen findet, die wirklich besser sind. Aber ich glaube, wir sind ganz gut ausgerüstet. Wir haben momentan eigentlich alles durchsucht, so im Großen und Ganzen. Hat er vielleicht verbesserte Schwalbe irgendwo das Rezept? Das fehlt mir nämlich noch, um das Folgerezept herzustellen. Aber er hat eigentlich nicht wirklich viel da. Was haben wir denn? Können wir hier vielleicht noch irgendwas Cooles verkaufen? Wir haben noch hier dieses Höschen, was wenig Vitalität hat. Und uns... Gut, es hat mehr Rüstung, aber ich glaube, die Vitalität ist uns momentan wichtiger. Deswegen verkaufe ich das jetzt mal. Und das Ding können wir auch wegschmeißen. Er hat nicht genügend Kohle. Es war wieder so klar. Die haben nie genügend Geld, ja. Man, was haben die denn überhaupt? Leb wohl. Leb wohl, Kumpel, ja. Nehmen wir nochmal kurz ein paar Buffs mit. Wenn ich hier rüberkomme, dann hier nochmal schnell an die Werkbank. Okay, okay. Gehe zu Krach Ankreid, um deine Belohnung zu erhalten. Da sind wir auch falsch. Wir müssen hier hoch. Ey, und hier gibt es auch schon wieder Unmengen an Quests, ne? Ich könnte jetzt hier schon wieder eine Quest annehmen. Ich will es eigentlich auch tun, aber Mensch. Ach, es gibt zu viel Zeug, meine Güte. Was haben wir denn hier? Man, Alter, es gibt zu viel. Männer für Beutezug gesucht. Ich bin Advark, auch als Kopfjäger bekannt. Und ich suche tapfere Krieger für einen Beutezug nach Nilfgaard. Die Kandidaten müssen Erfahrung mit Beutezügen besitzen und den Nahkampf beherrschen. Und warum solltet ihr mit mir fahren? Weil ihr entweder mit reicher Beute heimkehrt oder die Skalden euren heldenhaften Tod besingen werden. Okay, gut, dass wir es zur Kenntnis genommen haben. Deich beschädigt. Der Deich, der uns vor der Flut schützt, wurde bei den letzten Stürmen schwer beschädigt. Wer mit anpacken kann, soll dabei helfen, ihn wieder zu reparieren. Der Ältestenrat. Bitte der Druiden. Der Druidenkreis bittet die tapferen Krieger von Clan Brockwar, den Fang von Thunfisch wenigstens bis zum Ende der Laichzeit auszusitzen. Oh, das ist wirklich mal cool. Da bin ich auf jeden Fall auch dafür, denn die müssen ja auf jeden Fall ein paar Junge kriegen. Ja? Die müssen auf jeden Fall die Chance haben, dass sie ein bisschen Nachwuchs zeugen können. Oder dass sie schlüpfen können. Denn es ist wirklich schlimm. Wenn es uns Menschen so gehen würde, wären wir da auch ziemlich wütend drauf. Aber die Menschen haben einfach das Sagen hier auf dieser Welt. Und das ist leider nicht immer sehr positiv. Oder es gibt genug, die einfach dadurch gewisse Sachen beschädigen, wo man auch ziemlich sauer werden kann, zumindest die Menschen, die noch normal denken. Beste Drachen, sucht ihr ein Geschenk für euer Kind? Dann besucht den buckligen Birga und kauft seine ausgezeichneten Drachen aus Holz und Schwimmblasen. Vangas Hinrichtung. Vanga, auch bekannt als der Frevler, wurde für seine Beleidigung der großen Mutter, Göttin Freya, hingerichtet. Seine frevlerische Zunge wurde im Herdfeuer des Tempels verbrannt und sein Mund den Vipern vorgeworfen. Möge sein Schicksal eine Warnung für all jene sein, die es wagen, unsere himmlische Mutter zu verunglimpfen. Auftrag: Nils verschwinden. An alle, die etwas wissen könnten. Nils aus unserem Dorf ist verschwunden. Er ist nun schon viele Tage lang fort und keiner weiß, wo er steckt. Wer etwas gehört hat, der komme bitte zu mir, auch wenn die Wahrheit bitter sein sollte. Meine Schwester Britt ist mit ihm verlobt und außer sich vor Sorge. Sie weint ganze Bärche. Ich schwöre bei Hemdai,
Wer uns Kunde bringt, bekommt eine anständige Belohnung. Kevan. Okay, wir haben alles hier zur Kenntnis genommen. Und ich bin immer noch auf... Ich bin immer noch auf der Suche nach einer neuen Satteltasche. Aber ich habe gehört oder von mehreren Quellen erfahren, dass die 100er Satteltasche wahrscheinlich die größte sein könnte, müsste, sollte. Hoffentlich nicht, sage ich nur dazu. Hier gibt es auf jeden Fall keine Satteltaschen. Zusatzinformationen. Kaufen wir mal das Zeug. Wer weiß, was die Bücher uns noch so sagen können. Okay, der Kollege hat nichts Interessantes sonst bei, außer die paar Books. Die E-Books. Nein. Hier sind wir richtig. Nee, sind wir doch nicht richtig. Wir müssen hier oben, genau. So, hier haben wir schon die zwei Büchlein. Ich weiß aber nicht. Aussagen am Schwarzen Mittel, das haben wir gerade gelesen. Erhältst du unsere Informationen? Helden von Skellige Sove. Der Legende nach wurde der Clan Brokwa auf der Insel Sprikeruk von Sov begründet. Dieser Held ehelichte der hübsche, doch überaus zänkische Ulula. Was er auch versuchte und zu welchen Methoden er auch griff. Er kam einfach nicht mit ihr zurecht. Schließlich segelte er nach Hanyas Fall, um im heiligen Hain Hinder zu meditieren. Hemdal und Freya hatten Mitleid mit ihm und gaben ihm das Rezept für einen Trank, der ihm Verständnis gewähren würde. Außerdem trugen sie ihm auf, eine neue Herangehensweise für die Konflikte mit seiner Frau zu finden. Um der nötigen Zutaten willen musste Sova ein Monster töten, den höchsten Berg der Insel besteigen und in ihrem tiefsten unterseeischen Abgrund tauchen. Er bereitete den Trank zu, nahm ihn ein und meditierte dann auf der Suche nach einer neuen Herangehensweise an einem Bein von Baume Irminsul hängend. So erlangte er Erleuchtung und er kehrte nach Spikeruk zurück, um mit Ulula friedlich und harmonisch bis ans Ende ihrer Tage zusammenzuleben. Okay, hier haben wir nochmal dasselbe Helden von Skelliger Tür. Der Clan Tuirsich, der auf Anskellig herrscht, wurde von einem Helden namens Tyr begründet. Der Legende nach musste Tyr einen großen, mächtigen Bären namens Ingvar besiegen, bevor er das Land in Besitz nehmen konnte, das ihm von seinem Vater Hemdal versprochen worden war. Es war allgemein bekannt, dass noch nie ein Sterblicher die Begegnung mit Ingvar überlebt hatte. Daher beschloss Tyr, sich angemessen auf den Kampf vorzubereiten. Er ging in die tiefste Höhle Skelliges und schmiedete in den Feuern der irdischen Eingeweide eine Klinge, die so fein war, dass sie ein Haar der Länge nach durchteilen konnte und so stark, dass sie einen 100-jährigen Baum mit einem Schlag durchhauen konnte, ohne stumpf zu werden. Tyrs Mutter Heilen gravierte im ersten Morgengrauen schützende Runen ein, um ihren Sohn vor den Angriffen des Bären zu beschützen. Ingvar wurde besiegt und Tyr wurde Anführer auf Arnskellig. Seine Nachfahren stellen noch heute einen der wohlbekanntesten und mächtigsten Clans der Inseln dar. Okay, okay. Ja, ich finde es wirklich gut, dass das Spiel sich so viel Mühe gegeben hat oder die Entwickler, da auch relativ viel Hintergrundinformationen bereitzustellen. Also wenn man sich das alles mal so richtig durchliest und sich dafür Zeit nimmt, die Story zu verstehen, dann ist es wirklich ausgeklügelt und auch wirklich mit sehr viel Detail gestaltet. Und das muss man wirklich mal loben. Das muss man wirklich mal lohnen. Es gibt selten solche Spiele wie Witcher. Witcher 3 wird speziell angesprochen. Und ja, es ist wirklich riesig und einfach wunderbar gestaltet. Gut, so ein großes Spiel hat natürlich auch viele Bugs. Auch wenn vielleicht die ein oder anderen sagen, Mensch, ich habe gar nicht so viele Bugs gesehen. Es gibt doch so Sachen, die relativ unglaubwürdig sind, unlogisch. Aber trotzdem, auf die Größe des Spiels, die Zeit, die investiert wurde und die Leute, die daran gearbeitet haben, ist es alles wunderbar gestaltet. So, können wir auch ein bisschen schneller segeln? Ich glaube, wir hätten mal lieber Schnellreise machen sollen. Alter, was geht nur ab? Ich kann nicht mehr segeln! Bleib weg! Bleib weg, Junge! Komm, gib Gas, Geralt! Was ist denn jetzt los hier? Warum sind denn wir jetzt so langsam? Versteckter Schatz. Ich weiß nicht, wir können ja auch schlecht kämpfen jetzt, ne? Wir nehmen es auf jeden Fall zur Kenntnis, dass da ein Schatz war. Also wir haben, glaube ich, eine kleine dumme Tat begangen. Wir hätten mal lieber... Boah, das dauert zu lange, Alter. Nee, komm.
Wir drehen um und machen lieber mal eine Runde Schnellreisen hier. Ich glaube, das geht wirklich schneller. Das geht wirklich schneller. Warte mal, wir gehen mal kurz nochmal auf die Karte. Und setzen uns mal kurz einen kleinen Wegpunkt. Alter, wo sind wir denn hier? Gibt es überhaupt Schnellreisen? Muss doch Schnellreisen geben. Kein Schnellreisen? Ist jetzt euer Ernst? Boah, da muss ich ja jetzt Jahrzehnte reisen. Okay, wir fahren doch lieber so. Das dauert zwei Jahrzehnte jetzt, aber anscheinend haben wir gar keine andere Möglichkeit, irgendwie von dieser Insel runterzukommen. Glaube ich. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht ganz. Ist ein bisschen blöd gemacht. Okay, ja, so haben wir ein bisschen Zeit zu labern. Ja, Leute, was gibt's sonst noch so? Ja, ich suche momentan den Trank oder das Rezept verbesserte Schwalbe. Leider fehlt mir dieses Rezept noch, das Schemata. Ich weiß nicht, wo ich es herkriegen soll. Ich weiß auch nicht. Also ich kann eigentlich nur die Augen offen halten, aber da ich schon das nächsthöhere Schemata habe, glaube ich fast, dass ich es jetzt schlecht nochmal finden kann, wenn ich hier in den aktuellen Gebieten, wo ich unterwegs bin, die Augen offen halte. Vielleicht habe ich Glück und ich finde es noch. Vielleicht habe ich auch Pech und ich finde es nicht. Das wird man sehen. Ja, ansonsten wäre es natürlich cool, wenn ihr mir ein paar Informationen dazu geben könntet oder wo ihr vielleicht glaubt, wo ich das herkriegen könnte. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, dann glaube ich fast, dass es bei dem Spiel so ein bisschen zum Ende geht. Also wenn wir jetzt nur die Hauptstory machen würden, geht es vielleicht nicht mehr ganz so lang. Oder wir sind ziemlich nah dran, denn wir sollen ja eigentlich momentan ein paar Leutchen zusammentrommeln, die uns helfen gegen die... Alter, nein! Nein! Das Schiff ist jetzt nicht wirklich... Das Schiffchen ist jetzt nicht wirklich gesunken. Verarscht ihr mich gerade, Alter? Nein, jetzt muss ich tatsächlich hier schwimmen, oder wie? Das ist cool. Ja, wie gesagt... wir sollen ja eigentlich nach Kaer hin und Ciri zurückbringen. Und da sollen wir eigentlich auch ein paar Leutchen zusammentrommeln, dass wir gegen die wilde Jagd gewinnen können. Und dann wird in Kaer hin der Kampf stattfinden. Ob das dann tatsächlich schon eine der letzten Quests ist oder der Endkampf mit der wilden Jagd, kann ich nicht genau sagen. Aber es klingt auf jeden Fall ziemlich spannend und es klingt auch so, als wenn sich so wirklich zum Ende hin zuspitzt. Und wir machen jetzt so ein bisschen die Vorquests für die ganze Geschichte. Ne? Es gibt allerdings noch genug Nebenquests, die wir machen können. Und da sind wir auf jeden Fall noch auf der Suche. Ja, wir halten natürlich auch schon nach sämtlichen Nebenquests. Ich will ja eigentlich alle Quests machen. Allerdings glaube ich, dass das wirklich lange dauert. Es dauert wirklich lang. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich nur 200 Stunden sind, die man da braucht, wie die Entwickler das gesagt haben. Also von dem her, was ich bisher gesehen habe, könnten wir sogar ein bisschen länger brauchen. Komme ich jetzt irgendwie hoch? Ich will doch jetzt hochspringen. Komme ich jetzt irgendwie hoch? Komme ich denn hier jetzt rauf? Natürlich ein bisschen blöd, wenn ich hier nicht rauskomme. Oder ist es hier... Ach nee, warte mal. Hier gibt es einen Schatz unter Wasser. Unter Wasser gibt es einen Schatz, denke ich. Der aber relativ tief sitzen muss. Oh, Alter, was ist denn das hier? Ja, also gut, ich glaube, wir schwimmen einfach mal weiter, denn irgendwie so richtig bringen tut es hier nicht wirklich was. Ja, Leute, dann hätte ich einfach mal sagen, wir hören mal ganz kurz hier auf. Wir beenden hier die Folge und ich melde mich einfach nochmal zurück, wenn ich dann wieder am Land bin. Ja, okay? Alles klar, Leute, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte die Likes und die Kommentare nicht. Und dann bis zur nächsten Folge hoffentlich. Schönen Abend noch. Tschüss.